Hi, was geht? Heute machen wir ein lustiges Bucky Bucky Video, weil ich es kann. Das ist ein Kanal ohne Thema. Hurra! Da geht es also hauptsächlich um den verrückten Wissenschaftler hinter Textastisch. Auf jeden Fall, ich habe ein Stockbrotrezept, dem ich immer wieder nachgehe. Und das ist folgendes. Es hat nur vier Zutaten, und zwar Mehl, Salz, das gute Natriumhydrogencarbonat. Oh, hoppala. So, und Bier. Marken sind natürlich bei mir abgeklebt, denn wenn ich ein Product Placement mache, dann ist es auch immer korrekt gekennzeichnet. Und wenn jetzt jemand permanent immer wieder Marken in seinen Videos ganz offen zeigt oder beispielsweise C.Cola in den Titel schreibt, dann ist es doch schon ziemlich verdächtig, ob da nicht irgendwo Gelder fließen und man das nicht korrekt kennzeichnet. Aber das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Achtet mal einfach drauf, wer Marken wegstreicht und wer Marken in den Titel schreibt. Ich habe da ein sehr mulmiges Gefühl. Hier haben wir als Hefeweißbier, das ist ziemlich wichtig, dass es Hefebier ist. Das schäumt dann nämlich auch nochmal ein bisschen. Und natürlich auch das Natriumhydrogencarbonat. Das macht der Teig später schön fluffig, weil sich da CO2 bildet oder es langsam released wird und praktisch dann den Teig aufschäumt. Deshalb lässt man Teige gehen. So, und an sich ist es eigentlich relativ einfach. Da meine Hand allerdings von den ganzen Brombeerbüschen in meinem Garten ziemlich vergewaltigt wurde, ja, man sieht es auch hier, YouTuber machen sich nämlich auch die Hände schmutzig, hoffe ich zumindest mal, dass ich da nicht der Einzige bin. Ich will da mit diesen Händen halt nicht im Teig rum langen. Deshalb schön vorbereitet für die Untersuchung. Und jetzt kann das Ganze eigentlich relativ schnell gehen. Ich werde natürlich kein reines Juhu, wir backen Video machen, das wäre ja irgendwie langweilig. Wir gehen später noch hoch im Garten, machen uns Feuer und grillen uns Stockbrot in den Sonnenaufgang hinein. Ja, ich werde um 4 Uhr nachts wieder aufstehen. Nicht um 4 Uhr nachts. Jetzt müsste es so 6:30 sein. 6:30 werde ich aufstehen und werde mich dann sofort nach oben in den Garten begeben. Ich bin übrigens einer der Dudes, die ohne Mengenangaben probieren und am Ende schmeckt es dann doch irgendwie. Tschö, so kochen verrückte Wissenschaftler. So, und jetzt das Bier. An sich ja erst mit 16 in Deutschland erlaubt. Außer eure Eltern erlauben es euch mit 14, dann ist es auch alles schön legal. Das interessiert uns aber nicht, weil der Alkohol später beim Grillen ohnehin rausgesiedet wird. Weshalb dann später nur noch das Aroma bleibt. Ich weiß nicht, ob Bier Brotaroma hat oder ob ich Brotaroma mit Stockbrot so sehr identifiziere und aufgrund des Bieres dann denke, dass Bier Brot ist, aber wenn mein Gedanken noch folgen kann, es ist das beste Stockbrot der Welt. Von daher, Prösterchen. Jetzt natürlich die Frage, warum zeigt ein Science-YouTuber seiner Community, wie man Stockbrot macht? Ich weiß es nicht, ich hatte einfach Lust drauf. Nein, das ist halt so ein Rezept, das ich für mich entdeckt habe und ich finde es eigentlich immer ziemlich cool. Generell auch dieser, der Aspekt mit dem Bieraroma und dass der Alkohol rausgesiedet wird etc. etc. Und ich brauche generell Teig für die Vakuumglocke. Ich habe ja in den Vakuum-Experiment in Part 4 diesen Teig hier reingelegt. Ist komisch, von etwas in der Vergangenheit zu sprechen, was noch passieren wird. Ist auf jeden Fall mein Lieblingsteig. Deshalb zeige ich den euch und es gibt sowieso nichts Cooleres als Stockbrot. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas Besonderes bei eurem Stockbrot beachtet. Und ob ihr das Rezept, so wie ich es euch gezeigt habe, kennt. Das würde mich jetzt mal ziemlich interessieren. Deshalb eure Meinung ab in die Comments. Und da wären wir. Lecker, lecker. Das ist perfekt. So. 6.30 Uhr. Man sollte auch ab und zu früh aufstehen. Ich denke mal, in den Sonnenaufgang grillen ist da eine ganz gute Idee. Oh, man merkt, dass es wieder wärmer wird. Ist zwar noch ein bisschen frisch, aber das Feuer sollte eigentlich alles warm machen. Obwohl es kalt ist, hat man wieder morgens die Vögel. Wenn man gerade davon spricht. Das ist cool. Ich freue mich, wenn der Sommer wieder anfängt. Oh, das hat echt was Beruhigendes. Deshalb holt die Brombeermachete raus.
Da hinten fängt es schon an. So, das müsste jetzt perfekt sein. Oh, das dampft ja richtig. Ich denke mal, so einen Tag zu starten hat definitiv was. Das sollte ich öfter machen. Weil man braucht einen Grund, wenn man selbstständig ist, früh aufzustehen. So luftig war der Teig bisher noch nie. Nice. Okay, man merke, morgens entstehen wesentlich besser Wolken, wenn man den Grill löscht. Der Wasserdampf kondensiert hier jetzt viel besser. Das war jetzt mal wieder ein random Video auf meinem Zweitkanal. Wenn du meinen Hauptkanal noch nicht kennst, wo regelmäßig was kommt, der ist jetzt hier verlinkt. Und ansonsten kannst du hier noch diesen Kanal abonnieren. Und da unten findest du zwei weitere Videos à la Broadcast Yourself. Du weißt nicht, was auf diesem Kanal kommt. Es kommt auf jeden Fall von einem verrückten Hobbywissenschaftler.